Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrella.de. In diesem Video möchten wir euch ein paar Beispielaufgaben für das Abitur speziell für Baden-Württemberg vorrechnen. Das sind diese zwei Aufgaben und die Aufgabe lautet dann jeweils: Löse die Gleichung. Nun schauen wir uns die Aufgabe drüben zuerst an. Wir sehen e hoch 4x minus 11 mal e hoch 2x plus 18. Nun, was wollen wir da tun? Wir sehen hier 2x. 4x. 4x ist nichts anderes als 2x mal 2, dann können wir das auch schreiben als e hoch 2x hoch 2. Also 2 mal 2x und dann können wir das nach den Potenzgesetzen schreiben als e hoch 2x hoch 2. Und schon sehen wir hoch 2, hier haben wir e hoch 2x. Und hier im Prinzip e hoch 2x hoch 0. Das heißt, was wir hier haben, ist eigentlich, wir können das zu einer quadratischen Funktion substituieren. Also legen wir einfach fest, e hoch 2x soll sein u als Substitution. Also haben wir noch u Quadrat, wie wir ja hier raus ablesen können. Minus 11u plus 18 gleich 0. Wir sehen hier, das ist eine ganz normale quadratische Gleichung. Wir können also mit der PQ-Formel oder der ABC-Formel diese Gleichung lösen. Ich benutze die PQ-Formel. Also u1, 2 ist gleich minus p halbe, p ist das hier vor der u. Minus minus hebt sich auf, das heißt wir haben plus 11. Halbe plus minus, naja, die Wurzel von 11 halben ins Quadrat minus q. Q ist einfach das ohne Faktor, also minus 18. Das wäre ein Beispiel für eine Pflichtteilaufgabe, das heißt, ihr dürft hier den Taschenrechner nicht verwenden. Also müssen wir das hier unten auch im Kopf hinbekommen, das wird im Abi tatsächlich erwartet. Also 11 halbe plus minus 11 ins Quadrat, 121 Viertel, 2 ins Quadrat, minus 18. So, wir sehen hier vorne, das sind Viertel, 121 Viertel in eine Dezimalzahl umzuschreiben und dann die Wurzel von irgendeiner Zahl mit Kommastellen zu berechnen, das ist alles sehr schwierig, deswegen bleiben wir hier bei Brüchen und bringen die 18 auch auf Viertel. Also 18 mal 4 müssen wir rechnen. 18 mal 4 sind 72, also 72 Viertel. Wir haben die 18 auf Viertel erweitert. Was wir jetzt tun müssen, ist natürlich hier diese Subtraktion unter der Wurzel durchführen. 121 minus 72 sind 49, also haben wir noch 49 Viertel und davon die Quadratwurzel. Nun, die Quadratwurzel von 49, die können wir auch im Kopf ziehen. Wir haben also 11 halbe plus minus 7, Wurzel von 49, halbe, was die Wurzel von 4 ist. Wir haben also u1 zuerst mal plus 11 plus 7, also 18 halbe. 18 halbe sind 9. Und u2, 11 minus 7, 4, 4 halbe gibt 2. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende. Ihr wisst ja, wir haben substituiert. Wir suchen ja nicht eine Lösung für u, wir suchen eine Lösung für x. Also wissen wir jetzt, 9 ist gleiche wie e hoch 2x. Das müssen wir auflösen. Das heißt, wir wenden hier drauf den Logarithmus an. Dann steht hier der Logarithmus von 9 ist gleich 2x. Nun, wir teilen durch 2. Das heißt, wir haben 1 halb. Mal Logarithmus von 9 ist x. Kann man noch ein bisschen vereinfachen, wenn man die Logarithmus-Rechenregeln kennt. 9 ist 3 ins Quadrat, dann darf ich das Quadrat natürlich rausziehen, also es wäre 1 halb Logarithmus 3 Quadrat gleich x. Dann ist es nichts anderes als 1 halb mal 2 mal Logarithmus 3 gleich x. 1 halb mal 2 kann ich natürlich direkt ausrechnen, da steht hier 1, also kommt das weg. Also Logarithmus 3 gleich x wäre eine Lösung. Nun haben wir aber noch das u2.
Also wissen wir auch, nicht u, sondern 2 ist gleich e hoch 2x. Wir müssen wieder den Logarithmus anwenden, also steht hier ln von 2 ist gleich 2x. Wir teilen durch 2, 1/2, ln von 2 ist x. Somit wäre unsere Lösungsmenge der ln 3 und 1/2 ln 2. Dazu muss man gar nicht mal wissen, ob die Reihenfolge jetzt stimmt. Ist eine Lösungsmenge, ist egal, ob das kleine oder das größere vorne steht. Wir können das direkt so angeben. Wir haben also hier nochmal zusammengefasst, substituieren müssen, haben die Substitution durchgeführt, haben dann die neue Gleichung gelöst und dann am Schluss rücksubstituiert. Schauen wir uns das zweite Beispiel an. X hoch 5 minus 3x² minus 4x gleich 0. Nun, hier sehen wir als allerersten Schritt, dass wir das x ausklammern können. In jedem dieser Summanden kommt das x mindestens einmal drin vor. Das heißt, wir klammern einfach einmal x aus. Da haben wir also x mal x hoch 4 minus 3x² minus 4. Wir haben also jeden Summanden einfach durch das geteilt, was wir ausklammern, also durch x geteilt. Das soll natürlich 0 geben. Jetzt sagt uns der Satz des Nullproduktes, dass wenn x 0 ist, 0 mal irgendwas anderes, gibt auf jeden Fall immer 0. Somit wissen wir, unsere erste Nullstelle, x1 gleich 0. Wir müssen jetzt nur noch diesen Teil hier in der Klammer anschauen und den 0 setzen. Und das soll jetzt 0 sein. Um das wieder zu machen, ihr seht, hier steht x hoch 4 und x². Das ist auch wieder eine Substitution und wir wollen auch wieder eine quadratische Gleichung haben. Also sagen wir auch hier wieder, u substituieren wir mit x². Dadurch, wenn x² u ist, dann ist x hoch 4, gleiche Argumentation wieder oben, natürlich u². U² minus 3. U minus 4 gleich 0. Wieder eine PQ-Formel, also u1, 2 ist gleich minus, minus 3 halbe, also plus 3 halbe, plus minus, p halbe ins Quadrat, plus 4. Nun, auch das natürlich wieder mit Kopf rechnen. 3 halbe plus minus Wurzel 9 Viertel plus auch die 4er wieder auf Viertel bringen. 4 mal 4 sind 16, also 16 Viertel. 3 halbe plus minus 9 plus 16 gibt 25. 25 Viertel. Ihr seht hier, 4 mal 3 ins Quadrat, die geht 4 ins Quadrat. Gibt zusammen 25 und 25 5 ins Quadrat, also 3, 4 und 5, nennt man deswegen ein pythagoreisches Triple. So, davon die Wurzel gezogen, recht einfach, 3 halbe plus minus 5 halbe. Also U1, 8 halbe sind 4, U2, minus 2 halbe, nein, minus 1. Das müssen wir jetzt zurücksubstituieren, also wissen wir, 4 soll sein x². Naja, das heißt ja wohl plus und minus 2 gleich x, also x2 und x3. Und wir haben noch die Rücksubstitution, minus 1 ist gleich x². Das ist sowohl als eine Zahl, die mit sich selbst multipliziert, eine negative Zahl ergibt, nämlich die minus 1. Das gibt es nicht. Das heißt, hier haben wir in reellen Zahlen keine Lösung gefunden. Somit haben wir nur drei Nullstellen. Das heißt, drei Lösungen, die 0, die minus 2 und die 2. Also die Lösungsmenge wäre minus 2, 0 und plus 2. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Beehrt uns bald mal wieder. Tschüss.